Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls von Skyrim. Herzlich willkommen zurück hier in der Akademie von Winterfeste. Ja, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, wir werden diesmal zumindest mal einen kurzen Blick hier reinwerfen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlesen werde oder nicht. Werden wir gleich sehen. Ich denke mal eher nicht. Das müsst ihr wahrscheinlich dann eher selber lesen. Aber zumindest mal haben wir das dann ja hier soweit ja die Hinweise mehr oder weniger zu den neuen Schriftrollen, dann werden wir wahrscheinlich auch einen Hinweis haben, wo es demnächst hingeht. So, eine Sache allerdings noch, bevor ich jetzt hier weitermache, regulär weitermache. Ich habe es ja bereits schon auf Twitter angekündigt, es ist eine neue Mod hinzugekommen, ja, Wet and Cold. Ich habe es ja schon mal ausprobiert gehabt, da hat es ja nicht so gut funktioniert gehabt, keine Ahnung warum. Jetzt, als ich getestet habe, als ich die Mod nochmal getestet hatte, hat das eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Was heißt eigentlich? Denn irgendwie jedes Mal, es war schon ziemlich lustig. Lustig insofern, ja, ein paar unerwartete Kämpfe mehr. Mal gucken, ob dies das diesmal auch passiert. Mehr möchte ich dazu nicht verraten, aber wir machen jetzt mal hier weiter, ganz konkret hier weiter. Vielleicht vorher noch ein ganz kurzes Dankeschön für den Hinweis zu diesen entsprechenden Mods und auch die Tatsache, dass ich dann doch eine vergessen hatte zu installieren bezüglich des Kartens in Riften in bei, nicht bei Honigheim, sondern von meinem Honigheim, meinem Eikenheim. Ja, kann man beim nächsten Mal auch gucken, ob das endlich auch funktioniert. So, aber jetzt hier zu den Büchern quasi, Schriftrollen erhalten, Gedanken zu den Schriftrollen erhalten. Ja, begonnen die Entschlüsselung des Übernatürlichen. Und da müssen wir mal schauen, vielleicht mal ganz kurz hier, Gedanken zu den Schriftrollen der Alten von Septimus Signus, Akademie von Winterfeste. Ich schaue erstmal, wie lang das ist. Ja, das ist nicht allzu lang, das kann ich auf jeden Fall vorlesen. Ja, ist halt immer so eine Sache, von wegen, wie lang ist das und, ja, wird es eine Lesestunde oder nicht, deswegen. So, Gedanken zu den Schriftrollen der Alten. Stellt euch vor, unter den Wellen mit einem hellsichtigen Segen aus hervorragendstem Gewebe zu leben. Wenn ihr das Gewebe über eure Riemen haltet, würdet ihr seine Struktur atmen und trinken. Pardon, ich meinte über eure Kiemen. So. Obwohl die pflanzlichen Fasern eure Seele erfüllen, würde das verdammte Plankton den Stoff verschmutzen, bis er vor Prophezeiung zum Himmel stänke. Dies ist eine der Weisen, in denen die Rollen ursprünglich entstanden, aber sind wir das Meer, der Atmende oder der Stoff? Oder sind wir der Atem selbst? Können wir durch die Rollen fließen, so wie das Wissen, das ja das Wasser ist, hindurchfließt? Oder stecken wir im Morast aus dem Meeresdreck, der sich am Rand abgelagert hat, fest? Stellt euch wieder etwas vor, aber diesmal anders. Ein Vogel erklimmt den Wind, wird von einer Böe erfasst und von einem Stein getroffen. Wenn der Vogel verkehrt herumfliegt, kann der Stein von oben gekommen sein. Wo kam dann die Böe her? Und aus welcher Richtung? Haben die Götter etwas davon verursacht oder wurde es vom Vogel bewusst so festgelegt? Die Allsicht der Schriftrollen dreht den Geist so, dass relative Positionen in ihrem Vorrang absolut werden. Wieder bitte ich euch für mich etwas vorzustellen. Dieses Mal seid ihr unter der Erde, eine kleine Eichel, welche von einer wohlmeinenden Elfenmaid zu ihrer eigenen Erbauung im Wald gepflanzt wurde. Ihr wünscht zu wachsen, aber ihr habt Angst vor dem, was ihr werden könntet, und deshalb drückt ihr das Wasser, den Schmutz und die Sonne fort, um im Loch zu bleiben. Aber trotzdem werdet ihr erst durch das Drücken zu einem Baum. Wie ist das geschehen? Die Eichel ist in diesem Fall ein Baumei, und das Wissen ist das Wasser und die Sonne. Wir sind das Küken im Ei, aber auch der Dreck. Wir drücken gegen das Wissen der Schriftrollen, um sehen zu werden. Ein letztes Bild, bevor sich euer Geist vom Schock des ewigen Wissens verschließt. Ihr seid jetzt eine Flamme, die in einer riesigen Leere hellblau brennt. Mit der Zeit seht ihr eure Geschwister, die in der Ferne und neben euch brennen. Ein Meer aus winzigen Punkten, ein Sternbild aus Erinnerung. Jede brennt hell und flackert dann auf. Da nehmen zwei weitere ihren Platz ein, aber nicht für immer, damit die Leere sich nicht mit dem ranzigen Licht, das die Gedanken absorbiert, füllt. Der Geist von jedem von uns ist diese Leere, und die Weisheiten der Schriftrollen sind die Lichtpunkte. Ohne ihr stechendes Licht wäre mein Bewusstsein eine große Leere, die sich ihrer Leere nicht bewusst wäre, so wie die Leere ihrer selbst nicht gewahr ist. Aber die Feuer sind gefährlich und sie müssen vorsichtig gepflegt, gehegt und zu sich selbst und ihren Geschwistern gebracht werden. Ja, ein interessantes Buch, ein paar interessante Sichtweisen letzten Endes. Für mich deutet das alles eher darauf hin, dass es so ein bisschen philosophisch ist. Ich glaube, das könntet ihr unter Umständen genauso sehen, vielleicht auch nicht. Gedanken dazu sind als Kommentar herzlich willkommen. Also mich interessiert dann auch mal eure Sichtweise. Nur so kann man letzten Endes seine, ja, mal über seine eigenen Sichtpunkte drüber wegspringen und vielleicht mal andere Blickwinkel kennenlernen. So, aber hier Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Und natürlich auch hier, erstmal schauen, wie lang das ist.
So, okay, das werdet ihr dann tatsächlich selber mal lesen müssen. Gut, aber wir haben einen nächsten Hinweis, wo es hingeht. Was haben wir hier noch beraten? Gut. Des Abakianischen Meeres. Die Legende des Roten Adlers, Bücher, die wir schon kennen. Ich glaube auch nicht großartig, dass ich jetzt hier unbedingt... Das ist nur Serana. Wo ist denn eigentlich der nette Bibliothekar hier hin? Können wir hier? Wir könnten theoretischerweise, ja. Machen wir aber nicht. So, wo ist er hin? Er ist abgehauen. Hat er uns alleine gelassen, nachdem er uns die Bücher gebracht hat. Ich habe keine Ahnung, warum. So, wir werden aber mal jetzt hier reinschauen. Die Suche nach der Schriftrolle. Finde heraus, wo sich die Schriftrolle der alten Drachen befindet. Ja, um auch jetzt Bogen zu finden, muss ich... Also, die Suche nach der Offenbarung. Moment, Moment, Moment. Die Entschlüsselung des Übernatürlichen. So rum. Frage Urak nach dem verrückten Buch. Und Urak? Wo ist denn der? Wo ist der gute Herr denn? So, hier, einmal hier. Ich weiß es nicht. Wir gehen direkt mal nach ihm suchen. Vielleicht ist er nach draußen spazieren gegangen. Wir haben übrigens eine Truhe. Und nein, ich werde hier nicht stehlen. Zumindest mal noch nicht. Auch wenn ich das schon an einigen Stellen gezeigt habe. Ja, ich mache es dann doch unter bestimmten Voraussetzungen. Manchmal übermannt es mich dann einfach. Es ist halt so, Leute. Wir können aber vorher vielleicht nochmal nach oben schauen. Und dann sehen wir Schlüssel fertig. Alles klar. Archmage Squares. Das sind, ist mehr oder weniger die Wohneinheit des Erzmagiers hier. So, Halle der Elemente. So, er steht. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Mhm. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Okay, Savas, hast du noch was zu sagen? Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ja, sehr schön, dank dir. Der hier. Was haben wir denn hier? Es leuchtet. Aber wahrscheinlich passiert dann gar nichts. Ja, aber wir haben hier auch kein Urdok. So, da kommen wir auch nicht rein. Tut bitte nichts, was die Einheimischen verärgern könnte. Sie brauchen nicht noch mehr Gründe, um uns zu hassen. Mhm, ja, ja. So, wir gehen mal hier wieder raus und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Die Akademie war eins der großen Stolz der Einwohner. Ja, alles klar. So, der große Stolz der Einwohner. Aber der große Stolz der Einwohner ist ja, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall. Das war Serana, alles klar. Das hier sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Richtig genial. Nichtsdestotrotz, wo ist denn Urok hin? Das ist so, oder hat er sich. Es kann natürlich auch sein, dass er sich schlafen gelegt hat. Vielleicht sollte man einfach mal warten. Und vielleicht in der Zeit kann ich euch ja zumindest mal erzählen, was mir in den Tests quasi passiert ist. Weil ich habe ja hier direkt. Ich würde nicht sagen, weitergespielt. Das ist, entspräche ja auch nicht unbedingt der Wahrheit. De facto aber mal habe ich diesen Spielstand genutzt und dann quasi damit getestet. So, das große Ding an der Sache war, als ich rausgekommen bin, hat mich direkt mal ein Drache angegriffen. Und das jedes Mal, als ich quasi die Mods getestet habe, die ich jetzt hier neu installiert habe. Um zu gucken, dass es auch funktioniert. Ja, das ist, ich habe keine Ahnung. Und diesmal nichts, das ist kein Drache, kein gar nichts. Es ist manchmal wie verhext, ganz ehrlich, es ist manchmal tatsächlich wie verhext. Wir suchen trotzdem Urdok. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo er hin ist. So, hier ist ein großer Sack, das ist schön und gut. Wir haben auch, eigentlich hätten wir auch richtig schlafen können. Fällt mir gerade mal ein, wir haben ja die eigenen Wohnquartiere, mehr oder weniger. So, du bist bitte hier. Bitte behelle ich den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Ja. Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Ja, sehr schön Mirabel Erwin, aber nein, danke. So, ich glaube, wir können wieder nach oben gehen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass in der Nacht dann einfach die Einwohner schlafen. Das Tagesgeschäft fällt unter meine Verantwortung. Das bedeutet, wenn ihr zu einem Problem werdet, schickt man euch zu mir. Schön zu wissen. So. Es dringt Licht ein. Und hier vorne ist der liebe Urdok. Der liebe Urdok. Alles klar, hat er noch Feierabend gehabt. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Natürlich. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Aber selbstverständlich. Ich habe aber was anderes, nämlich eben dieses, komische Gedankenbuch da. Das ist irgendwie komplett unverständlich. Ja.
Das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Okay, interessant. Die Suche nach der Schriftrolle, alles klar, abgeschlossen. Ja, Urdak, ich danke dir für die Info. Finde Septimus Signus. Natürlich, er muss uns irgendwie erklären, was da vor sich geht, während wir hier ein Summen gehört haben. Irgendjemand hat hier gesungen, wahrscheinlich die Mirabelle, die ja auch hier reingegangen ist. Ja, kommst du mit, Serana? Wahrscheinlich schon. Vielleicht schauen wir nochmal ganz kurz hier rein. 196 von 370, ja, das ist okay. Das ist komplett okay. Und vielleicht aber nochmal eins, was mir aufgefallen ist. Die Akademie, wir könnten eigentlich das zumindest mal ausprobieren, wie es aussieht. Wenn wir einmal das hier anziehen und dann hier, zack. Na gut, den Helm müssen wir jetzt noch ausziehen, ne? Und auch das Schild passt da nicht so wirklich, aber es hat doch was, oder nicht, Leute? Es hat so ein bisschen was, einen kleinen Touch von wegen Abenteurer oder ein Wanderer. Jemand, der sich um andere Dinge kümmert. Vielleicht auch Soldat, je nachdem, aber gut, es ist halt so. Wir ziehen trotzdem wieder die ganz normalen Sachen an, die gravierte Nordrüstung und mir fällt gerade auf, das ist schön, dass man es direkt wirklich anzieht, während man hier noch im Menü ist. Die Zwergenstiefel, die ziehen wir auch wieder an und ansonsten haben wir, glaube ich, gar nichts weiter gehabt. So, Fragment von Gauldors Amulett und warum habe ich doch, warum trage ich doch hier an? Ich wollte schon sagen, Namiras Ring. Alles klar, dann haben wir das nämlich auch wieder. Der gefällt mir gar nicht, der passt gar nicht dazu. Ja, gut. So, Moment. Hier, Himmelsrand. Wir könnten eigentlich auch mal da hochschauen. Wir haben aber erstmal Mirabelle gesehen. Die ist ja hier hochgelaufen. Können wir jetzt? Nee, da kommen wir nicht. Alles klar. Ich vertraue darauf, dass ich mir alles, was ich brauche, von selbst offenbaren wird. Zu gegebener Zeit. Dann braucht ihr also nichts. Oh, mein lieber Urak. Ihr gebt euch solche Mühe, mir zu helfen. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Enttäuscht wäre nicht das richtige Wort, Colette. Entschuldigt mich. Ach, das ist Colette. Das ist gar nicht die Mirabelle. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Ja, das ist okay. Warte mal. Würdet ihr sagen, die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Würdet ihr? Ja? Ja, natürlich ist sie legitim. Gut. Natürlich bin ich nicht auf die Bestätigung durch andere angewiesen. Nein, gar nicht. Es gibt aber Individuen, und ich will keine Namen nennen, die dem widersprechen würden. Es kann einem das Leben erschweren, wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen, die man betreibt. Ja, ihr werdet also wegen eurer Arbeit schlecht behandelt? Nun, nein, nicht wirklich. Nicht direkt, meine ich. Aber ich weiß, dass hinter meinem Rücken geredet wird. Gespräche verstummen, sobald ich einen Raum betrete. Ich weiß sehr wohl, was hier vor sich geht, und ich werde es mir nicht gefallen lassen. Ja, gut, okay. Ich möchte aber die Wiederherstellungsmagie trainieren. Kannst du mir da helfen? Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Okay, das können wir zumindest mal machen, weil irgendwie das... ich nutze es ja nicht so oft. So, zack, einmal da. Zack. So, Spielergold jetzt immer 1698. Ist nicht mehr wirklich viel. Colette, ich danke dir. Sucht ihr nach bestimmten Bänden, Drewis? Oh nein. Nein, nicht wirklich. Wo seid ihr? Ich. Also, jetzt habe ich doch glatt vergessen, wonach ich suchte. Ah, nun. Sagt mir Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Wie bitte? Oh ja. Ja, danke. Das werde ich. Was ist denn mit ihm hier, Travis? Ihr könnt mich sehen? Natürlich. Verflixt! Ich war mir ziemlich sicher, dass ich unsichtbar bin. Oder wenigstens durchsichtig. Ja. Was sind denn die besten Illusionszauber? Oh je, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Unterschätzt niemals die Fähigkeit, andere zu beeinflussen. Ob Freund oder Feind. Fast alle sind anfällig für Illusionszauber.
So wie Serana. Sie können den Verlauf einer Schlacht im Handumdrehen verändern. Mhm. Es gibt außerdem Zauber, mit denen man Konflikte gänzlich vermeiden kann. Die Unsichtbarkeit ist schwer zu meistern, dafür aber außergewöhnlich nützlich. Mhm. Okay, gibt es Akademie-Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Es gibt da eine Sache, bei der eure Fertigkeiten von Nutzen sein könnten. Okay. Die zahlreichen Fokuspunkte magischer Energien um die Akademie herum sind verunreinigt und müssen gesäubert werden. Ja, okay, ich werde dann mal helfen. Gut. Mit diesen speziell verzauberten Handschuhen könnt ihr direkt in den Fokuspunkten nach den Energien suchen. Geht zu jedem der Fokuspunkte und beseitigt alle Unreinheiten, die ihr dort findet. Bringt mir die Handschuhe wieder, wenn ihr fertig seid. Jawohl. Bitte lasst äußerste Vorsicht walten. Diese Prozedur kann unerwünschte Nachwirkungen haben. Okay, ja, Travis, wobei braucht ihr Hilfe? Reinigt die Fokuspunkte mit den Handschuhen. Alles klar. Kommt wieder zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich dachte, ich hätte das unmissverständlich ausgedrückt. Nee, hast du nicht, aber ist ja. Doch, hat er eigentlich schon, aber ich habe jetzt gedacht, er sagt doch noch irgendwas anderes, dass er vielleicht direkt noch irgendwas anderes hätte. Gut, also, wir müssen jemanden suchen, nämlich den Septim. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Diese Dame ist so komplett, völlig überhaupt nicht von sich. Warum verschwindet mein Forschungsmaterial nur immer wieder? Was ist mit der Frau los? Ich weiß es nicht, Mensch. So, Angano und so weiter und so fort. Das soll uns erstmal eher sein. Wir gehen erstmal hier raus und dann würde ich jetzt sagen, wir schauen einfach mal, wo und wir überhaupt... Schon wieder muss ich höchst beleidigende Nachrichten unter meinen Personen. Boah, diese Frau, ne? Diese Frau. Ich weiß nicht, was mit der ist. Ich weiß es nicht. Die sollte sich mal in ärztliche Behandlung begeben. So, finde Septimus-Signus. So, den guten Herrn wollen wir finden. Wir schauen mal hier auf der Karte, ob wir da einen Hinweis haben. Findet Septimus Signus. Wir müssen in Richtung Norden. Das heißt, wir können unter Umständen vielleicht... Moment, jetzt habe ich... Warte, Knöpfchen. So, können wir unter Umständen vielleicht... die Quest mit... diesen Handschuhen machen. Hier, zack. Mit diesen Fokuspunkten. Da müssen wir auch mal schauen... Kriegen wir das auf der Karte angezeigt? Ja, natürlich kriegt man das angezeigt, alles klar. Dann können wir uns schon mal darum kümmern und dann, ja, wenn wir es einmal dabei haben. Ich denke mal, das kann nicht mal so verkehrt. Und was mit den Handschuhen jetzt eigentlich hier? Müssen wir die tragen? Müssen wir die tatsächlich tragen? Dafür tragen wir keinen Ring, ne? Müsste ich ja Handschuhe. Na, wir werden gleich sehen. Was trage ich denn stattdessen nicht? Ach, ja, genau. Das ist ja Armschutz. Moment. Die Nordstahl-Panzerhandschuhe, also... Der Rüstungswert, der ist jetzt wieder im Keller. Wobei, 40 niedriger, das ich würde es jetzt nicht unbedingt als Keller bezeichnen. Ich würde mal sagen, ich mache für diese Quest erstmal den Kompass, den Radar oben wieder an. Und vielleicht machen wir auch erst einmal... Moment, hier, zack. Diese Quest hier aus. Dann kommen wir nämlich nicht versehentlich in die Gelegenheit, uns zu verlaufen. Was das angeht, kann natürlich trotzdem passieren, so wie ich mich kenne. Fokuspunkte stehen die denn? Oder sind die da oben drauf? Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt da oben drauf sind. Ich komplett... Wartet mal. So, wir machen mal diesen. Und was wir sehen, die sind doch... Oh, Menno! Alles klärchen, Leute, sorry. Ich hab gedacht, die stehen hier draußen rum, diese ganzen Dinger, aber nein. Die sind natürlich, die sind natürlich in der Akademie. Eigentlich auch logisch. Das hätte mir eigentlich. Ich hätte mal vorher nachgucken sollen, ganz ehrlich. Klar, ich bin jetzt eher davon tatsächlich wirklich davon ausgegangen, wie ich es mitgekriegt habe, dass die außerhalb der Akademie stehen. Gerade. Oder ja, doch gerade, weil ich davon ausgegangen bin. Das letzten Endes, diese ganzen Fokus-Sachen, dass man da außerhalb der Akademie auch irgendwo forscht, Ich meine, hier in der Akademie ist ja nicht so viel außer den Leuten. Was wollen die da großartig forschen? Die müssen letzten Endes ja auch nur ihr ganzes Material zusammensuchen. So, Hall of Contenance. Ja, ist klar, das ist hier hinten.
Zack, einmal hier rein und dann... Wir werden das schon machen. Wir werden das schon machen, Leute. So, ja, alles klar. Nutzlose Unterhaltungen liegen mir nicht, aber vielleicht benötigt ihr Hilfe bei Beschwörungsmagie. Ja, nee, im Moment eigentlich nicht. So, das ist, ja. Aber das wird ja nicht alles gewesen sein, was wir da machen müssen, oder? Wartet mal. Hier, die Karte, danke. So. Okay, vielleicht doch. So. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht verfolgt. Ist das hier jetzt noch gewesen? Tatsächlich. Da, ja, alles klar. Mehr ist es wahrscheinlich wirklich nicht. Was wir da machen sollen. Gott, das ist ja aber auch reichlich seltsam. So, großer Seelenstein hinzugefügt. Alles klar. Und das nennt sich dann Reinigung. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Da kann man vielleicht aber auch nochmal hier reinschauen. Das ist ja unser Bettchen, ne? Gut, ich soll das vielleicht nicht einfach so wegnehmen. Warum ist Gold bei uns drin hier? Gut, das Gold nehme ich auf jeden Fall gerne mit, ne? Ich denke doch mal, das ist unser... So. Wartet mal, die Äpfel, die stecken wir direkt ein. Gut für die Gittis, für die kleinen Kinder, die ja auch kommen, sagt alle. Und hier... Ja, die Kartoffeln ganz hier lassen. Alles klärchen, Serdana. Ja. Und jetzt... Jetzt stellt sich doch gleich die Frage, zu wem müssen wir jetzt eigentlich zurückkommen? Was machen wir denn... Ah ja, von diesem Depper, oder wie er hieß, glaube ich, zumindest mal. Mein Gott, ist auch noch, alles klar. So. Kleiner Seelenstein hinzugefügt. Waren das alle? Abgeschaut. Ja, Gerard zu Travis. Travis hieß er, genau. Travis Nelloren zurück machen wir natürlich. Er hat ja gesagt, wir sollen ihm die Handschuhe auch zurückgeben. Deswegen... Ja, da, wir machen das schon, Leute. Wir machen das schon. Hoffentlich ist er auch noch hier, der gute Travis. Nicht, dass er dann abgehauen ist und wir suchen den dann die ganze Zeit. So, hier ist immer noch Urk. Und der Travis ist kein... Der ist aber gar nicht mehr hier, oder? Ich kann natürlich auch mal hier auf die Karte schauen, Leute. Ja, und natürlich ist er nicht mehr hier. Doch hier, alles klar, hier vorne noch. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Ja, schön, dass du das sagst. Hi, Travis. Die Illusion genießt unter den Schulen der Magie die geringste Wertschätzung. Ja, schön oder auch nicht so schön, aber eure Fokuspunkte sind, gesäubert worden. Ja, so ist es. Ich kann den Unterschied bereits spüren. Natürlich bin ich auch viel besser auf diese Dinge eingestimmt als die meisten anderen. Danke. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Ja, gern geschehen. Ja, mystische Handschuhe entfernt. Das andere seid ihr leider nicht. Ich habe gedacht, da kriege ich mal eine Blume. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wobei, zumindest mal, wir haben ja die Seelensteine bekommen. Es ist in Ordnung, Leute. Ich will mich nicht beschweren, da wir wirklich diese Seelensteine haben. Und jetzt können wir aber einmal wieder, so, die Entschlüsselung des Übernatürlichen. Dann können wir nämlich das wieder machen. Dann können wir hier rausgehen. Und entsprechend uns auf die Suche nach dem Septim begeben. So, zack. In diese Richtung müssen wir dann irgendwie... Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie wir da hinkommen insgesamt. Weil irgendwie... Moment, in diese Richtung dahin da. Und dort ist auch noch irgendwas. Also wir kommen dort lang, dort runter irgendwie wahrscheinlich. Wir finden schon einen Weg. Zur Not da hinten lang, da unten durch irgendwie... Da oben, das müsste übrigens, Moment. Was mache ich denn? So. Nee, das sehen wir gar nicht. Ist das... Nee, der Schrank von Azura, der... Nee, das ist nicht der Schrank von Azura, oder? Eine göttliche Statue. Vielleicht ist dort ja auch irgendwas Wichtiges. Man könnte jetzt den Lauf machen. Aber jetzt in diesem Part nicht. Jetzt geht es wirklich das erste Mal darum, als generell die nächsten Parts auch, dass wir... Ja, das mit den Schriftrollen ein bisschen hinbekommen, was diese Hauptstory quasi angeht, dass wir das machen. Und danach geht's dann quasi an die nächsten
Quests, auch Nebenquests mit runter. Ja, und dann auch, es wird auch irgendwann so sein. Ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich. Hoffe ich zumindest mal, dass ich es nicht vergessen hatte. Es wird definitiv... Ach, wir haben... Warte, Moment. So. Ja. Sieht schon besser aus. Alles klar. So, und was ihr jetzt hier zum Beispiel an meinem Schild seht, oder auch zum Teil so ein bisschen an Serianas Rüstung, das ist Wet and Cold. Das bewirkt jetzt letzten Endes noch ein bisschen mehr. Ja, natürlich, der liebe Drache. Da ist er. Ich hab's doch gewusst. Kommst du zu mir, oder? Gott, das ist da oben, ne? Woher seid ihr gekommen? Das ist jetzt insofern ein bisschen blöd, als dass wir hier genau am Abhang hängen. Hallo? Oh Mann. Und das sollte natürlich nicht so sein. Ich glaube, wir gehen mal hier runter. Ich weiß nicht, ob uns noch folgt. Der Drache. Ja, nicht, ne? Hat der tatsächlich gerade den Sturz gemacht? Das ist ein älterer Drache. Ein älterer Drache, ich meine... Das sind tatsächlich die Drachen, vielleicht tue ich auch mal hier. Das sind tatsächlich die Drachen, die ein bisschen stärker sind. Also von den normalen Drachen. Was macht ihr? Warum? Also ich kann euch zumindest schon mal sagen. Ich meine, klar, ich kann es euch sagen. Der Kampf mit diesem Drachen, der hat in der Akademie oben besser geklappt, weil ich dann dort doch ein bisschen mehr hatte, wo ich mich dann ab hinbegeben hätte können. Ja, natürlich. Und da kommt doch ein Wolf. Oh, Leute, was ist denn jetzt hier los, ne? Das ist ja, das ist nicht feierlich. Nein, das ist absolut nicht feierlich. So, ich glaube, ich sollte ihn eigentlich nicht absuchen. So, bevor ich jetzt sterbe hier, zack. Wo ist der Rana überhaupt? Nein. Oh Gott, hey, was ist denn nur los? Warum ist der auf einmal so stark? Kann mir das mal einer verraten? Vor allen Dingen, ich habe ja nicht mal mehr Ausdauer. So, was ich allerdings... Ja gut, ich kann im Moment nichts anderes machen. Was ist denn Serana? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten hier wirklich tatsächlich versuchen mal... Ja, natürlich. Bisschen Rückzug oder zumindest mal irgendwo ein bisschen Schutz zu bekommen. Ja, natürlich, er ist wieder da. Ja. Vor allem, was macht der für einen Schaden, bitteschön? Also, ich find's grad absolut nicht feierlich. Bin ganz ehrlich. Serana ist endlich auch da, am Kämpfen mit dem netten Herrn älteren Drachen.
So, und da seht ihr mal, was ich gemeint habe. Zur Not hätte ich doch gerne eine Möglichkeit. Warum? Eine Möglichkeit zumindest mal, mich in Schutz zu begeben, irgendwo in Deckung zu begeben. Also, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Gott, 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 Gott. Ich treffe es. Ich treffe es nicht. So, und Serana, die versteckt sich. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja. So, wo bist du? Ja, da. Naja, Schießkunst verbessert. Also Leute, ich glaube, ich sterbe hier an dieser Stelle, weil das ist brutal. Das ist richtig brutal. Ja. Sorry Leute, ich weiß, es war gerade richtig schön blöd. Also der Drache kommt. Das de facto mal, jetzt muss ich nur mal hier schauen. Ich glaube tatsächlich, wir dürfen das Ganze, das kann es doch nicht sein, Mensch, das kann es nicht sein. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. So, dann... Ja, Leute, also ich gucke, dass ich das gerade erledigt kriege. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ja, sorry Leute. Beim nächsten Mal werde ich definitiv speichern, bevor wir dann hier rausgehen. Und dann schauen wir aber auch mal, ob wir den Drachen nicht irgendwie vorher erledigen können. Also der hat mich jetzt echt hart erwischt. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Also nochmal sorry dafür. Das hätte ein bisschen anders laufen sollen. Vor allen Dingen weiß ich aber auch nicht, was mit Serana los war. Dass sie sich da unten auf den Boden begibt und dann überhaupt gar nichts mehr macht. Auch vorher schon. Ich meine, der hat einen immensen Schaden gemacht. Das ist schon nicht mehr feierlich gewesen. Na gut, Leute, ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid, eindeutig nach oben. Wenn nicht, natürlich nicht. Mal ganz klar. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Die Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao.